Wir haben Nektar und Ambrosia. Nektar und Ambrosia, was ist denn das für ein Fraß? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Ihr seht, meine lieben Freunde, ich habe einen friedlichen Modus am Laufen, damit ich nicht ständig auf dem Popo kriege und damit ich mal ein bisschen was schaffe und mal ein bisschen was sehe von der Welt und nicht immer nur die ganze Zeit am Schwimmen bin. Wir haben beim letzten Mal diese Ameise sogar schon getötet, da habe ich die Mandibeln von der Ameise bekommen und hier ist jetzt der Ameisenbau und ich dachte mir, wir gehen einfach mal da rein. Ich bin mal gespannt, ob sie denn aggro werden, auch im friedlichen Modus, wenn ich in ihren Bau reingehe. Weil das erinnert mich ja so ein bisschen an Grounded, ne? Mit dem Ameisenbau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Grounded, hätte ich beinahe gesagt, Smallland reinziehen. Was? Oh Gott. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Dass das hier nichts anderes ist als ein schwarzes Loch, wo nichts ist tatsächlich. Außer hier dieser rostige Nagel. Das klang auch irgendwie gerade merkwürdig, wie er da rumgerutscht ist. Ich glaube, rumrutschen in irgendwelchen engen Höhlen ist noch nicht so eine gute Idee tatsächlich. So, jetzt wird es ja gerade auch wieder dunkel tatsächlich. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir mal wieder zurückkommen zum Baum. Denn wir haben jetzt ja diese Mandibeln und da können wir jetzt eine Spitzhacke machen. Und damit müssten wir dann eigentlich auch Steine zerkloppen können normalerweise. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also wir müssen auch mal schauen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen was in diesen Quests machen. Dass wir vielleicht mal ein paar von diesen Punkten, die auf der Karte markiert sind, hier zum Beispiel bei Skadi oder bei Herne oder bei Kalef, dass wir die mal besuchen und mal so ein bisschen schauen, dass wir vielleicht da bei denen auch noch mal ein bisschen was freischalten. Jetzt muss ich noch mal gucken, warte mal, welche Richtung... Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Die Orientierung hier ist aber auch nicht so einfach, das muss man auch einfach mal sagen, ja. War hier nicht auch irgendwo mein Notfallhaus gewesen oder war das auf der anderen Seite? Nee, warte mal, ich muss rüber über diesen Fluss irgendwie, warte mal. Ich muss rüber über den Fluss und möglichst ohne zu sterben. Alter, das ist so dunkel. Übrigens, ich hab mal für euch, wenn das so dunkel ist nachts, habe ich die... Ah, warte, den Spross. Habe ich die Helligkeit hochgedreht, also damit ihr im Video wenigstens was erkennen könnt. Ich kann gar nichts erkennen. Der Boden ist fast komplett schwarz. Das ist leider ein bisschen doof, aber naja, geht halt nicht anders, fürchte ich. Zumindest hier für mich jetzt. Aber ihr könnt dann hoffentlich ein bisschen mehr sehen. Charakter gespeichert, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß irgendwie nicht, keine Ahnung. Das macht es natürlich jetzt nicht leichter, hier rüber zu kommen. Warte mal, ich versuch's mal hier. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Kann ich hier rüberspringen? Hier, wo der Schlüssel war, genau. Wo der Schlüssel war. Alter, wie weit bin ich schon wieder weggelaufen von meinem Baum? Krass. Lasst mal versuchen, hier hochzugehen. Hier ist ein Weg, oder? Oh, man sieht überhaupt nichts, ey. Warte mal, kann ich mir eine Fackel machen? Vielleicht? Hier, Herstellung. Nee, ich kann mir keine Fackel machen. Harz fehlt mir, okay. Da müssen wir mal gucken, ob irgendwo vielleicht Harz am Start ist. Kann ich nicht einfach so einen Pilz mit mir rumtragen? Das wäre irgendwie nicht schlecht. Hier ist noch ganz viel Holz. Warte mal, das nehmen wir mal gleich noch mit. Einfach rüber gestolpert. Vielleicht lieber auch hier in diesem Modus sich fortbewegen. Ich glaube, da kann ich sogar ein bisschen besser sehen hier. Was hier Phase ist. Dinosaurier-Ameise, was? Eine Dinosaurier-Ameise. Ich sag ja, es gibt so viele Varianten von Tieren hier. In diesem Smallland. Hat nicht jemand gesagt, wenn du es an der Karte anklickst, wird es im Kompass gelockt? Ja schon, aber dadurch sehe ich ja den Boden nicht besser. Ich sehe jetzt zwar, in welche Richtung ich muss, aber ich sehe den Boden trotzdem noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Weil wenn ich jetzt hier lang renne im Dunkeln, an nichts Böses denke und mir dann so sage, oh, ich kann ja mal hier lang rennen, dann tut sich vor mir ein Abgrund auf, den ich nicht sehen kann, ist das natürlich irgendwie auch uncool, ne? Ich muss dringend mit Fackel rumlaufen nachts. Eigentlich will ich nachts überhaupt nicht rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich will ich nachts möglichst mit dem Bett die Nacht überspringen am besten. Und einfach gar nicht rumlaufen. Weil dieses Rumgelaufen nachts ist echt nicht cool. Also selbst ohne die Feinde, die einen ständig angreifen, ist es nicht cool. Wie gesagt, ich sehe halt gar nichts. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon dran hier, oder? Ich glaube, ich bin jetzt schon da. Kann ich hier hoch?
Ja, ich hab's geschafft, glaube ich. Okay, dann fahren wir mal jetzt hoch zum Bett und schlafen mal eine Runde. Mal sehen, ob sich das dann überhaupt noch lohnt. Wo ist meine Werkbank? Warum ist die weg? Warte mal, gibt's Verschleiß? Kann das sein, dass das keine gute Idee ist, unter freiem Himmel zu bauen? Da wäre jetzt aber gleich die nächste Anschlussfrage. Woran sehe ich, was kaputt ist und was nicht? Warte mal. Die ist auch kaputt, so ein bisschen, oder? Die wirkt so gelblich irgendwie. Warte mal, jetzt muss ich mir das mal angucken. Das ist grün hier. Nicht geschützt. Kann man nur eine Werkbank bauen? Ich habe ja keine zweite gebaut. Die ist verschwunden einfach. Die war wohl wirklich nicht geschützt. Na toll. Ja, dann. Quatsch. Ach so, das ist die Markierung. Dann müssen wir mal jetzt noch am Haus noch weitermachen, tatsächlich. Müssen wir wohl größer bauen. Aber warte mal, wenn die jetzt hier weg ist, dann ist es vielleicht doch schlauer, wenn wir jetzt unten das Haus dann erweitern. Es scheint irgendwie, ich weiß nicht. Also hier bei diesem Baum, glaube ich, ist folgender Vorteil. Im Multiplayer kannst du hier, glaube ich, in einem geschützten Bereich bauen, wo dir keiner was kann. Ich glaube, das ist so die Idee von diesen Bäumen. Und du kannst dann aber auch, wenn du an einer anderen Location siedeln möchtest, einfach dem Knilch da sagen, er soll die Basis einfach zu einem anderen Ort verlegen und dann steht die dann woanders. Also du kannst damit die Base hin und her warpen. Das kannst du natürlich an einer anderen Stelle nicht. Von daher, wenn wir schnell auf der Map hin und her reisen wollen mit unserer Base, dann müssen wir hier oben bauen. Also von daher ist es vielleicht doch schlauer, hier oben zu bauen. Aber ja, ist halt so eine Sache, ist so eine Abwägungsgeschichte. So, jetzt baue ich einfach mal hier noch was dran. Und ja, müssen wir jetzt halt mal so machen, dass wir halt jetzt hier sagen, wir bauen jetzt einfach hier noch mal eine Wand hin. So. So. Jetzt habe ich die eine Wand falsch rum gemacht, ist egal. Ist wurscht. Und dann machen wir noch ein Dach drauf. Laubdach. Mit Verlaub. Ne, warte mal, da müssen wir das hier nochmal abreißen. Können wir das reparieren, zerlegen, genau. Schön zerlegen und dann macht da mal ein Dach drauf noch. Sehr schön. So, und dann macht man da nämlich die Werkbank rein. Die wir jetzt auch noch machen können. Passt die da rein? Nee, passt leider nicht rein. Okay, dann brauchen wir noch ein Fundament daneben. Dann macht das von mir aus so. Dann brauchen wir noch eine Wand. Mal sehen, ob ich so viel Material jetzt wieder habe. Wahrscheinlich nicht. Nee, die muss echt zerstört worden sein von irgendeinem Umwelteinfluss oder so. Reparaturarbeiten sind nötig. Okay. Nein, das war falsch, warte. Zerlegen. Reparaturarbeiten, okay. Naja, das kann ja was werden, ey. Muss ich das Haus dann auch reparieren? Also alles oder nur die Objekte, die draußen stehen? Das erscheint mir irgendwie sehr aufwendig. Ich weiß auch nicht. Naja, jetzt können ja mal die Satisfactory-Spieler, die immer danach schreien, dass es ja Wartungsaufgaben geben soll in Satisfactory, die können sich das jetzt mal hier anschauen, wie das so ist, wenn man das machen muss, ja. Das wird dann dazu führen, wenn du das nicht auf dem Zettel hast, dass du einfach mal irgendwann keine Base mehr hast. Weil irgendwann kommst du dann mal nach Jahren mal wieder in die eine Zone, wo du es einfach vergessen hast. Und dann, ja, stellst du fest, die Base ist weg, weil du sie nicht gewartet hast. Ganz tolles Gameplay auf jeden Fall. Richtig geil. Ich weiß ja nicht, ey. Also ich kann da irgendwie drauf verzichten, wenn ihr mich fragt. So, okay, dann haben wir das jetzt dahingestellt. Da muss ich ja die Truhe auch reinnehmen eigentlich. Warte mal, kann ich jetzt erstmal schnell noch dieses Ding machen hier? Diese Spitzhacke, Mandibelspeer. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Harz und keine Fasern, okay. Kein Harz für Spielbär. Dann müssen wir wohl noch mal runter, noch mal Harz holen, nicht wahr? So, hier noch mal, komm, runter zu die Wurzeln, auf geht's. Ich habe nie geschrien, ich hasse Wartung. Walheim, wenn man eine riesige Hütte hat und man merkt, dass man die reparieren muss ständig. Wieso baut er immer so klein, obschon er aus Sardis und anderen Aufbauspielen das schon so lange kennt? Wie soll ich denn größer bauen, wenn ich immer nur Materialprobleme habe die ganze Zeit? Es ist ja nicht so, dass man sich hier seine Baumaterialien wie in Sardis einfach um Fließband produziert. Man muss die sich hier mühsam zusammensuchen und dann ist das auch immer nur so kleine Mengen. Bis du mal was Großes hast. Aber warte mal, ich müsste mal gucken, ob ich vielleicht mit dieser großen Axt, die ich jetzt gemacht habe, beim letzten Mal habe ich die ja schon gemacht, ob ich damit jetzt vielleicht auch mal ein bisschen hier primitives Beil
ob ich damit jetzt auch mal ein bisschen was Aufwendigeres, was Großes kaputt machen kann. Hier zum Beispiel diese Stängel. Weil das würde tatsächlich das Material wahrscheinlich schon deutlich vergrößern, was ich zur Verfügung habe. Guck mal mal. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Guck mal, da haben wir nämlich gleich Fasern, Holz und Blütenblatt. Okay, ja, dann machen wir das jetzt mal so hier. Da muss ich nicht ständig immer diese kleinen Stängel da aufsammeln. Jetzt müsste man vielleicht noch mal eine Pflanze finden, die noch ein bisschen mehr Fasern bringt statt Holz. Ich meine, Holz habe ich jetzt eigentlich ja auch schon durch Sammeln genug. Die Frage ist jetzt, welche Pflanze kriegt ordentlich Fasermaterial? Geduld, genau. Man muss auch mal ein bisschen geduldig sein. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, ja. Wie sie gleich alle erwarten, dass man einen riesigen Palast dahinstellt. Woher soll's kommen? Frage ich mich. Ich bin erstmal jetzt in der Lage, nicht ständig zu sterben die ganze Zeit. Jetzt kann ich mein Material tatsächlich auch mal nach Hause bringen, ohne dass ich fünfmal wieder zurück zu derselben Stelle muss, weil ich gestorben bin. So, genau. Dann machen wir das so. Wenn man das mit mehreren spielt, sammelt man immer drei, mit zwei oder drei Mann. Ja, das ist schon klar, dass man das, aber ich spiele das ja nicht mit mehreren. So ist das eben. Warte mal, hier sind noch Fasern. Und Harz war hier, glaube ich, auch noch, bei der Spinne. Die sind ja nicht aggro, die Spinnen, kann man mal hinlaufen. Ist ein bisschen unangenehm für alle, die so leicht arachnophobiemäßig unterwegs sind, natürlich. Ich versuche mich hier nicht so lange aufzuhalten. Und die Spinne macht ja nichts. Ist ja nicht so, als wenn sie jetzt hier auf mich zugesprungen kommt oder so. Die Spinne ist ja friedlich. Friedlicher Modus. Weißt du Bescheid. So, jetzt habe ich das gesammelt. Genau. Und dann, wie viel haben wir denn jetzt? 16 Fasern und 36 Holz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich brauche aber trotzdem noch mehr Fasern. Hier muss es doch irgendeine Pflanze geben, die man umaxten kann. Die einen ermöglicht, mehr Fasern zu bekommen. Oh, guck mal hier, das ist aber ein bisschen falsch. Das Kraut wächst ein bisschen sehr weit oben. Kann man denn hier nicht irgendwie irgendetwas bekommen, was ordentlich Fasern abwirft? Ich hätte ja gedacht, die Grasstängel, aber es ist nicht wie in Grounded, wo du einfach das Gras umhauen kannst, um an Gras zu kommen. Man muss sein Gras sich hier schon verdienen, auf jeden Fall. Thekla, die Spinne. Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Wie Thekla. Ich gehe mal auf die andere Seite runter, mal gucken. Ja, warte mal, hier sind doch Pflanzen, oder? Sind das nicht... Das sieht doch anders aus als die da drüben. Und die kann man doch bestimmt... Jawohl! Lauchhederich. Was haben wir da? Knoblauchblatt. Feenomelett, Lagerfeuer. Oh, ein neues Lagerfeuer. Sehr schön. Aber da habe ich jetzt keine Faser angekriegt. Kessel. Ah, so kann ich einen Kessel buntes machen. Geil. Ja, dann hauen wir den Hederich mal um. Der Hederich, das war ein arger Wüterich. So, warte mal. Wie viel habe ich jetzt? 16 immer noch. Reicht das, um was zu machen? Aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir gucken einfach mal, was mit diesen Mengen so geht. Nennt sich bei uns Knoblauchsranke. Kann man sogar essen. Knoblauchsranke. Schmeckt die dann auch wie Knoblauch? Ja, müssen wir erstmal einen Boden noch bauen und nochmal das Haus ein bisschen größer machen. Sonst werden wir diesen Kessel wahrscheinlich da gar nicht reinkriegen, fürchte ich. Also gib mir mal hier das, den Spaß. Genau. Aber der Kessel ist jetzt hier nicht aufgelistet, ne? Komisch. Naja, egal. Müssen wir mal gucken gleich. So, Fundament, genau. Nicht vergessen. Nicht wieder rumrätseln von wegen, wie muss ich das eigentlich machen? Genau, hier. Das ist auch mit dem Snap-Points ein bisschen umständlich manchmal. Den Snap-Point so zu erwischen, man muss immer an die richtige Stelle gehen, dass er das dann auch snappt. Oh, Snap. Warte, da war's. Jawohl. Sehr schön. So, und dann können wir nämlich die Tür noch einsetzen. Alles klar. So, warte mal, wie mache ich denn das jetzt mit dem Feenlagerfeuer? Warte mal, ich muss mal in das Kompendium reingucken, glaube ich. Was ist das hier? Verfeinertes Holz. Vielleicht sollten wir mal so einen Steinschneider noch machen. Aber da braucht man Steine, Kronkorken, Schraube und Holz. Steine brauche ich, da brauche ich die Spitzhacke. Die muss ich mal machen, genau. Mandibel-Spitzhacke, jawohl. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal. Nice.
So, da müssen wir jetzt damit mal irgendwie Steine klopfen gehen, würde ich mal jetzt schätzen. Bevor es wieder stürmt, am besten. Können wir noch mal Essen kochen? Das Lagerfeuer ist auch weg, sehe ich gerade. Es ist halt echt so. Okay, wir müssen noch Material sammeln fürs Bauen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall das Haus größer bauen. Noch nicht den Kessel. Ich soll noch nicht den Kessel machen? Okay. Alles klar, dann egal. Runter. Auf geht's, genau. Die Truhe ins Haus. Sehr zu spät. Aber ich würde ja jetzt nicht sofort zerfallen, oder? Ich meine, ich habe gerade ja geguckt, da war sie ja noch halbwegs grün, oder nicht? Wenn das überhaupt einen Indikator hat, wie kaputt die Sachen überhaupt schon sind, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich muss mich da noch mal ein bisschen besser irgendwie orientieren da dran. So, dann gehen wir mal los, gehen wir mal los, gehen wir mal los. Also wir schauen jetzt mal, gib mir mal hier die Mandibelspitzhacke, wo auch immer sie ist, da unten ist sie. Und dann zieh die schon mal, weil dann holen wir uns jetzt da unten schon mal die Steine, die hier rumliegen. Würde ich vorschlagen. Na, bauen wir mal nicht den, der hier so direkt drunter liegt. Schauen wir mal. Hau mal da drauf. Genau, nicht aus Versehen die Ameise hauen. Das wäre ungünstig. Guck mal hier, da haben wir Steine und da hier Stone Age habe ich als Errungenschaft bekommen. Guck mal, das ist doch eine schöne Stelle hier. Da gibt es doch schön viel Stein. Nicht schlecht. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Da ist nochmal Harz. Den können wir auch gut gebrauchen. Ist das hier was, was man umaxten kann, zufällig? Nee, warte mal, mit der 6. Nee, geht nicht, wahr? Geht nicht, schade. Schade, schade. Ich dachte, das wäre vielleicht was. So eine richtige Faserpflanze habe ich immer noch nicht gefunden. Es wäre schön, wenn du was tamen kannst, um zu zeigen. Ja, wie mache ich denn das? Das ist die Frage, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Gewicht gibt es ja nicht, wenn ich mich nicht irre. Ja? Also zumindest habe ich noch nicht bemerkt, dass der Charakter langsamer wird, wenn er mehr Intus hat. Kann man. Ah, hier, warte mal, Rocken. Das hatten wir noch nicht. Jawohl, Faser, nice. Und was ist das hier? Saaten. Ich denke mal, Samen sind damit gemeint. Endlich habe ich eine Faserpflanze gefunden. Wunderbar, das ist schon mal ganz wichtig. Du musst, was? Du musst ihn auf 50% runterprügeln und dann Grashüpferfutter geben. Und wie kriege ich Grashüpferfutter? Nächste Frage. Muss ich dazu die Erdbeeren irgendwie verarbeiten? Da brauche ich ja wahrscheinlich eh einen Kessel. Dann geht das ja wahrscheinlich nicht ohne Kessel, oder? Saaten, kann man damit was anpflanzen? Bestimmt schätze ich mal, dass man das anpflanzen können wird. Dass man seinen eigenen Roggen anpflanzen kann. Würde ja nur Sinn ergeben, dass man das kann. Wie viel habe ich denn jetzt dabei? 28 Fasern hat das gebracht. Jawohl. Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, das sollte erstmal meinen Bedarf decken, würde ich sagen. Vielleicht noch einen umhauen und dann können wir mal direkt wieder nach oben gehen eigentlich. Weil das müsste jetzt eigentlich meinen Bedarf locker decken. Ich glaube, einige wollen schon wieder so ein bisschen, dass ich den 10. Schritt vor dem 2. mache, so. Also ich muss ja erstmal die ganzen Grundlagen hinkriegen. Und das dauert halt, glaube ich, einfach. Ich habe halt eine Episode lang bin ich halt nur gestorben. Was soll ich denn machen? Da bin ich nun mal noch nicht so weit. Das ist halt nun mal so. Kann ich ja nichts für. So, hier. Ich brauche Fundament. Dann lass mal hier noch Fundamente auf der Seite bauen. Und dann können wir da noch mal was hinsetzen. Vielleicht noch ein Lagerfeuer hier irgendwie auf die Seite bauen. Eins. Zwei. Drei. Jetzt habe ich zumindest mal Material, dass ich auch mal ein bisschen schneller bauen kann und ein bisschen mehr machen kann. Nicht immer nur eine Wand und dann muss ich gleich wieder Material holen. Also das mit dem, mit der neuen Axt hat sich definitiv schon mal gelohnt, würde ich sagen. Das ist, naja, ich muss das, glaube ich, von innen bauen. Andere Chance habe ich da nicht. Ah ja, da können wir gleich mal das abreißen hier. Wunderbar. Und dann bau mal da noch das oben drauf. Hervorragend, hervorragend. So, jetzt machen wir gleich noch ein Feuer in die Ecke. Genau, nice. Sehr schön. Und hier ist noch Zeug, genau. Das ist doch gut. So, jetzt können wir zumindest schon mal hier auch. Ah, gegrillte Grashüpferbeine gibt es hier. Pilzsteak, Käferwurst. Ameisenspieß. Ah, das können wir mal machen, oder? Habe ich gerade gemacht.
Wie viel gibt denn das zurück so? Muss in der Ameisenspieß. Nach wie vor habe ich immer ein bisschen so Sehprobleme bei den Items. 30 gibt der zurück. Sehr gut. Guck mal. Das ist doch nice. Nicht schön, Höchstdrama, genau. Das ist dramatisches Drama. Was haben wir denn hier? Das ist meine Truhe. Ich glaube, ich baue mal die Truhe jetzt mal rein. Das wurde ja auch schon gesagt, dass ich das mal machen soll. Und dann packen wir mal alles da, was da drin ist, mal da rein. Umplatzieren geht ja, glaube ich, gar nicht. Nicht, dass das mir jetzt hier auch noch wegplatzt irgendwie. Das wäre jetzt irgendwie ungünstig. So, warte mal, alles nehmen. Und dann packen wir das mal hier rein. Das sind ja auch die ganzen Kronkorken und das alles. Hier Steine. Ah, nee, warte mal, genau. Wenn ich jetzt gerade das alles dabei habe, kann ich jetzt da eigentlich diese Säge machen? Das ist eine gute Idee. Das können wir gleich mal noch gucken. Ja, die kann ich jetzt machen. Guck mal, die kann ich ja direkt hier daneben stellen eigentlich. Platz genug ist ja. Kessel, Apotheker, Tisch, Gerberei und Bett mit Dach. Wie? Jetzt kann ich erst ein Bett mit Dach bauen? Ist das nicht eigentlich was, was man normalerweise zuerst bauen sollte, damit man zum Beispiel mal schnell im Sturm geschützt ist oder so? Das ist ja ein ganz merkwürdiger Progress. Okay. Saatenöl. Ah, guck mal, da haben wir dieses Saatenöl. Genau. Ja, jetzt kann ich ja hier Steinwerkzeuge kann ich jetzt machen. Verfeinertes Holz kann ich jetzt machen. Feuersteinbeil. Fred Feuerstein war das. Steinhammer. Ein schlagkräftiges Argument für jede Auseinandersetzung. Steinziegel. Das ist bestimmt auch gut. Ja, aber sonst, ich sehe jetzt hier nichts, was erstmal auf den ersten Blick helfen würde für irgendwas. So, ich schieb mal jetzt alles, was hier so ein bisschen speziellerer Natur ist, schiebe ich hier. Ah, warte, halt. Nee, nee, ist okay. Schiebe ich jetzt einfach erstmal hier rein, was wir jetzt vielleicht nicht sofort brauchen noch. Die Erdbeeren. Was ist das hier? Käfer, Nymphe. Ja, die nehmen wir mal mit. Das ist, glaube ich, was zum Essen. Harz können wir mal hier reinschieben. Diese Mandibel. Das Chitin können wir mal reinschieben. Was ist das? Knoblauchblatt. Dieses Blatt der gleichnamigen Pflanze ist eine leckere Zutat für eine Vielzahl wärmerer Gerichte. Ich glaube, das ist dann eher spannend, wenn wir dann den Kessel haben. Insektenfett ist bestimmt auch erst spannend, wenn wir den Kessel haben. Mit dem genießbaren Pilz können wir gerade eh nichts machen. Genau, lassen wir das erstmal alles so da drin. Und dann passt das doch. Da siehst du, da haben wir doch jetzt hier schon mal ein bisschen so eine Grundlage jetzt. Mit den wichtigsten Sachen. So, ich würde jetzt vielleicht mal zusehen, dass ich genau noch mal ein Schwert oder so mache. Oder, warte mal, vielleicht noch meine Hose reparieren. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Meine Hose ist ja immer noch kaputt, glaube ich. Hier. Zieh die mal hier rein, genau. Kann ich das reparieren? Die Hose? Oder zieh die mal an? Die kann ich. Die wird hier nicht aufgelistet irgendwie. Warte mal, nochmal rausgehen. Und nochmal reingehen. Reparieren. Jetzt wird sie aufgelistet. Jawohl, da habe ich sie repariert, genau. Weil dann habe ich nämlich auch Hosen, da wird mir nicht so schnell kalt. Ich glaube, das ist schon schlau, das zu machen. Wie spät ist es denn? Es wird, glaube ich, gleich wieder dunkel. Okay, dann lohnt es sich jetzt nicht direkt loszuziehen. Pass mal auf, dann reißen wir jetzt hier das noch ab. Genau. Sacken hier mal das Material ein dafür. Dann warte ich noch kurz, bis es dunkel ist. Schlafe eine Runde und dann ziehen wir los. Würde ich sagen. Denn dann können wir nämlich mal zu dieser einen Queststelle mal gehen. Da ist ja hier diese, hier drüben zum Beispiel. Da ist die eine Queststelle, da ist eine Queststelle, da ist eine Queststelle. Wir müssen mal zu den Queststellen. Da hinten ist auch eine. Müssen mal ein bisschen so um die Häuser ziehen. Mal ein bisschen mal was aufklären hier. Würde ich sagen. Kann ich schon schlafen? Du fällst in einen tiefen Schlaf. Sehr schön, genau. Weil dann sind wir nämlich dann mal. Oh nein, ich höre schon wieder. Höre ich schon wieder das, was ich denke, was ich höre? Ist nicht schon wieder irgendein Unwetter jetzt? Wie spät ist denn das gerade? Ah, wird gerade hell gleich wieder. Ja, ich weiß nicht, ey, wenn das jetzt schon wieder so losgeht. Mit Sturm und hast du nicht gesehen? Ja, komm, ich habe ja jetzt bessere Klamotten. Zur Not müssen wir uns halt irgendwie was bauen noch. Wir sehen ja, wenn es kalt wird am Charakter, dann müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen. Lass sie zu. Was soll ich zulassen? Die Tür? Habe ich die nicht gerade zugemacht? Na, mal gucken. Na, mal gucken, ich bin gespannt.
So, dann laufen wir mal. Was ist Kibbel in Deutsch? Die grünen Kugeln. Ja, na, Kibbel ist halt die Nahrung von einem Tier. So ein Leckerli quasi heißt das. Genau. Ah, Moment, ich muss mal gucken, wo ich hinlaufe. Ne, ich laufe in die falsche Richtung. Siehst du, ich muss da lang. Lass sie zu und geh nicht raus. Ich habe Angst vor Schreibbär. Was? Der Schreibbär? Eieiei. Das klingt wieder richtig einladend hier. Ich hoffe ja, dass diese Figuren, diese Story-Figuren, dass die wenigstens ein Dach über dem Kopf haben, wo man dann zu denen, wenn man zu denen hinläuft. So, jetzt müssen wir erstmal checken, wie wir hier überhaupt da hinkommen. Das ist so die andere Frage. Wir müssen erstmal das Gelände dahin navigieren jetzt. Vielleicht den auch mal anklicken, weil ihr habt ja gesagt, da kann ich den dann sehen. Ja, genau, guck mal, dann sehe ich ihn nämlich oben im Kompass, damit ich nicht so rumirre die ganze Zeit. Am Ende des Tages werde ich natürlich trotzdem rumirren, weil ich muss ja erstmal den Weg finden, ne Schwor. Komm mal hier zufällig da über den Stamm da. Das sieht doch gut aus, oder? Wenn wir da die Pilze erklimmen nach oben, dann kommen wir doch da bestimmt auf die andere Seite. So, von hier zum Beispiel. Ach, ist das schön entspannt, wenn man nicht ständig geschlagen und gefressen und gezwickt wird von irgendwas. Ist das ein schönes, entspanntes Spiel? Auf einmal ist es wahnsinnig chillig. Sagte er und starb, weil er vom Blitz getroffen wurde. Oh, das wär lustig, wenn wirklich da der Blitz irgendwo einschlagen könnte und man würde vom Blitz getroffen, ey. Und verpufft einfach so. Kann ich auf dieses Blatt drauf? Nein! Ach komm! Wie war das gerade? Was habe ich gerade gesagt? Das ist offensichtlich nicht wie in Grounded, dass die Blätter solide sind. Das ist doch beschissen, ey. Das ist doch so beschissen, Mann. Ach, komm, Mann. Nicht euer Ernst. Ich möchte den Heißluftaufzug rufen. Ach so, ja. Ja, komm. Okay, ist meine Leiche wenigstens markiert? Warte mal. Da hinten bin ich gestorben. Okay. Das Spiel hat dich gehört und wollte dich kurz auslachen, ja. Hervorragend. Also wirklich, das ist doch... Wieso sind die Blätter denn nicht solide, Mann? Was ist denn das? Selbst in Grounded waren die verdammten Blätter solide. Aber pass auf, das ist das einzige Blatt im Spiel, was keine Hitbox hat, wo du einfach durchfällst. Also es ist bestimmt das Einzige, die anderen haben bestimmt alle, sind bestimmt alle solide und können schon... Ach komm, ey. Ach komm, ey, das ist doch wirklich... Selbst im friedlichen Modus schafft Spieler es zu sterben. Und ihr habt gedacht, das wird ja nicht lustig. Mit friedlichen Modus und so. Friedlicher. Aktiviert den friedlichen Modus, haben sie gesagt. Dann kannst du nicht mehr sterben, haben sie gesagt. Ach, naja, dafür habe ich jetzt ja meine Leiche, die angezeigt wird. Jetzt muss ich nur mal halt zusehen, dass ich jetzt halt nicht sterbe, wenn ich da wieder hingehe. Hoffentlich kommt man da jetzt auf der anderen Seite auch runter. Nicht, dass ich dann da jetzt nicht runterkomme. Ja, bestimmt kommt jetzt gleich direkt der Regen. Pass mal auf. Hast du Seile? Könntest dich abseilen? Nee, ich hab... Nee. Wo soll ich die denn auch hernehmen? Keine Ahnung. Hast du irgendwo Seile gesehen, die man... Ah, okay, wenigstens ist meine Leiche hier oben. Gott sei Dank, da kann ich schon mal alles nehmen. Sehr schön. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier zu diesem Quest-Tiny kommen. Jetzt muss ich erstmal schauen, ist der unten oder oben? Das ist jetzt so die Frage. Wie nah bin ich denn an dem dran? Ach, ich bin ja noch voll weit weg. Nee. Also ich bezweifle mal, dass der hier unten sein wird. Aber ich bin zumindest schon mal so ein bisschen von der Richtung her, müsste ich richtig sein ungefähr. Komme ich hier noch hoch? Ja. Wie, der fällt jetzt da wieder runter. Spring hoch. Yes. Oh, was haben wir denn hier? Schöne Blumen, guckt mal. Was ist das? Kann man bestimmt ernten. Mohn, oh! Das ist doch hier... Moment, Mohn ist doch eine wichtige Zutat für diverse Substanzen, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Nektar und Ambrosia! Wir haben Nektar und Ambrosia.
Nektar und Ambrosia, was ist denn das für ein Fraß? Sehr schön, sehr schön. Herrlich. Nektar und Ambrosia sollen ein Fraß sein? Ach, herrlich. Gib mir alles. Gib mir alles. Wie viel habe ich denn davon jetzt eigentlich? Ist das hier der Nektar? Ja, Nektar. Das sind nur so kleine Kügelchen immer im Inventar. Mohn wirkt potenzsteigernd. So, so. Weißt du Bescheid? Dann hauen wir mal ordentlich drauf. Dann nehmen wir mal noch eine Portion mit. Kann man wohl nicht genug haben, wie es aussieht. So, Moment. Jetzt muss ich auch den Typen hier nicht aus den Augen verlieren. Moment, da hinten muss ich hin. Schon wieder so eine Ameise. Ich überlege gerade, es wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, wenn man einfach mit der Base den Standort gewechselt hätte, oder? Aber ich glaube, ich muss ja immer erstmal zu dem Baum, wo ich hinwechseln will, muss ich ja erstmal immer hin. Und dann kann er ja erst wechseln, quasi. Also er kann ja nicht von meinem Baum, wo ich gerade drauf bin, quasi wechseln, sondern er muss ja von dem Baum wechseln, wo ich hinlaufen will. Also den Zielbaum sozusagen. Hä, was denn jetzt? Das war gerade Akro-Musik, habt ihr das gehört? Ah, na gucke mal an, das sieht doch spannend aus hier. Wir haben mal was gefunden, was scheinbar ein bisschen storyrelevanter ist. Warte mal, da war irgendwas, was war das? Ach, Malve, ja, Malve ist jetzt erstmal egal. Guck mal, der ist hier irgendwo, der Typ, den wir finden müssen. Leg mal irgendwie das, was du in der Hand hast, mal bitte weg. Nicht, dass wir den noch aus Versehen schlagen. Eine Eule, jawohl! Manche Kreaturen lassen sich mit speziellen Leckereien zähmen. Aber Vorsicht, sie nehmen nur dann die Leckerei ein, wenn sie dich als Leittier akzeptieren. Also musst du sie erst bändigen. Gezähmte Kreaturen sind treue Begleiter. Manche folgen dir und beschützen dich. Manche lassen dich sogar auf ihnen reiten. Du kannst eine gezähmte Kreatur mit Nahrung heilen. Lass Nahrung neben einem Begleiter fallen, damit er es trinkt und sich selbst heilt. Okay, also haben wir jetzt auch gelernt, was wir machen müssen. Ah, da ist gleich auch direkt eine Heuschrecke zum Zähmen, wie es aussieht. So, jetzt warte mal, jetzt muss ich aber erstmal schauen. Hier ist der Typ, genau. Lass erstmal zum Typen gehen hier. Skadi. Sehr erfreut, ich bin Skadi Uxilm, Jäger und ehemaliger Feldwebel der Vorhut. Ich soll hier Berichten über Ärger mit einigen Kreaturen nachgehen. Ludwigs hatte gesagt, er würde jemanden schicken. Was brauchst du? Kannst du Rüstung herstellen? Gab es in letzter Zeit Ärger? Komm mal. Kannst du Rüstung erstellen? Ja, kann er, aber ich habe das Zeug nicht. Was brauchen wir denn da? Insektenpelz, Knochen und Reptilienhaut. Reptilienhaut, meine lieben Freunde. Das sagt sich ja schon, dass es kleine Reptilien gibt. Aber ich glaube, das können wir erstmal knicken. Das wird, glaube ich, nichts. Warte mal, red noch mal mit dem. Ja. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Das kann man wohl sagen. Ich war bei dem ungestürzten Boot auf der Pirsch, als mich ein wütender Nashornkäfer angriff. Eine echte Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen, bevor noch jemand stirbt. Ich kümmere mich darum. Ich kann dir nur raten, vorsichtig und gut vorbereitet zu sein. Solltest du das Ding besiegen, bring mir sein Horn zur Untersuchung. Dann kann ich klären, woher es stammt. Alles klar. Also wir müssen einen Nashornkäfer töten. Ein Nashornkäfer. Ja, wo ist der denn jetzt? Warte mal. Ist der markiert? Ah ja, tatsächlich. Rhino Beetle. Na dann, gehen wir doch da mal hin. Mein Essen wird langsam schon wieder weniger. Guck mal, der hat sich ja schön aufgebaut mit so Palisaden und so Spikes hier. Ist doch nicht schlecht. Warte mal, ich muss jetzt mal schauen. Was wedelt denn hier so, Alter? Das ist ja krass. Irgendwas ist hier voll am Wedeln. Kann man an seinem Lagerfeuer zufällig was zubereiten? Ich würde nämlich gerne mal was kochen vielleicht. Er soll was töten, ja. Wird mal wieder jetzt gleich gefährlich und brenzlig und hast du nicht gesehen. Kann ich bei dir hier was kochen? Warum lässt du mich dein Lagerfeuer eigentlich nicht benutzen? Wie asozial willst du sein, Skadi? Ja. Okay, warte kurz. Kann ich hier hinten irgendwas machen? Nee, er lässt mich einfach nichts benutzen. Toll. Okay, warte, egal, dann esse ich das Zeug halt roh. Ich muss am Tag der Mods mal loswerden, dass ihr einen guten Job macht hier. Ist heute Tag der Mods? Ja, dann, danke, Wagga, dass du immer so gute Arbeit machst an der Stelle. Weil ich habe ja eigentlich im Grunde nur
Wagger, der regelmäßig Mod macht. Insofern, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und Grüße gehen raus. Und genau, und auch alle anderen, die natürlich auch noch Moderator-Status haben, aber jetzt nicht so wirklich regelmäßig am Start sind. Genau. Da hinten ist das umgestürzte Boot. Und da wird wahrscheinlich dann der Käfer sein. Was es alles für Tage gibt. Ja, wirklich. Da müssen wir hin, da unten. Ich bin gespannt. Guck mal, da hängt auch Fisch rum. Aber ist das jetzt... Das ist schon Menschengröße, oder? Also von menschlichen Akteuren wurde das da platziert. Das sieht so klein aus für menschliche Strukturen irgendwie. Aber vielleicht sind wir nur sehr, sehr weit weg. Das kann natürlich sein. Und an dieser Stelle endet diese Folge Small Land. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Small Land, sondern auch zu anderen Projekten Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AI Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.